Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn Piccolo eine Verwandlung hätte? So gesehen hat Piccolo zwei Stück, wenn man ganz genau geht. Einmal kann er sich größer machen und zum zweiten eine Muskelform, die er ja ganz kurz gegen Garlic Junior eingesetzt hatte. Aber nee, es ist ja schon eine richtige Verwandlung gemeint. Man könnte die Verwandlung von Anime War nehmen, vom guten Master Media. Ihn kennt sicher alle von euch. Nehmen wir mal an, Piccolo hätte eine Verwandlung innerhalb der 3 Jahre auf die Vorbereitung der Cybox gelernt. Doch wie viel hätte es ihm genützt? Vegeta ist ja im Normalzustand schwächer als Son Goku im Normalzustand und Piccolo ist schwächer als Vegeta im Normalzustand. Daher, um gegen C17 und C18 anzukommen, müsste sich seine Kraft mehr multiplizieren als beim Super Saiyajin. Naja, aber trotzdem, es hätte nicht wirklich etwas genützt. Wo es allerdings einen sehr großen Unterschied gemacht hätte, wäre, nachdem Piccolo sich mit Gott vereint hätte. Mit dieser Kraft hätte er Cell beim ersten Treffen locker erledigt. Und gegen C17 wäre es nicht anders, er hätte einfach keine Chance gegen Piccolo. Wenn Cell es schaffen würde, C17 zu absorbieren und seine zweite Form erreicht, hätte er ja trotzdem keine Chance gegen diesen Piccolo. Es sei denn, Piccolo würde mit seiner Verwandlung nur magere 5-mal oder so stärker werden. Bei der Buu-Saga könnte Piccolo noch eine weitere Form erlernt haben, so wäre er nicht so nutzlos und könnte gegen Buu einen guten Kampf liefern. Ich schätze mal, jeden von euch stört es, dass Piccolo nicht mehr wirklich ein Kämpfer ist. Mich auch, obwohl ich jetzt nicht so der extreme Piccolo-Fan bin, trotzdem stört es mich schon sehr. Insgesamt hätte Piccolo einfach mehr Kämpfe gekriegt und würde nicht immer auf die Fresse kriegen. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!